Die Spielanalyse wird Ihnen präsentiert von Tuja Zeitarbeit. An Tagen wie diesen, da müssen die Preußen auch einmal mit einem Punkt zufrieden sein. 0:0 haben die Preußen gespielt beim 1. FC Saarbrücken. 4.227 Zuschauer sahen das Spiel im Ludwigspark und die Preußen sind eigentlich damit zufrieden. Das war nicht das beste Spiel dieser Saison. Innenverteidiger Patrick Kirsch sprach später davon, dass es nicht zu den 5 besten Spielen der Saison gehören wird. Aber die Preußen haben gepunktet. Es war ein schwieriges Spiel, schwieriger Untergrund. Die Preußen sind ein bisschen platt und sie haben diesen Punkt geholt. Münster ist Tabellenführer in der 3. Liga nach 13 Spieltagen. Die Konkurrenz hat es im Wesentlichen auch nicht besser gemacht. Zum Beispiel Osnabrück 2:2 gegen Wiesbaden auf dem letzten Drücker am Freitagabend. Die Bielefelder verlieren zu Hause. Unterhaching spielt auch nur unentschieden. Also Preußen ist Spitze. 4 Punkte Vorsprung auf Platz 4. Das heißt, die Preußen befinden sich in der Aufstiegszone. Das fühlt sich für die Fans gut an. Aber die Mannschaft sagt, wir wollen davon gar nichts wissen. Wir schauen nicht auf die Tabelle. Wir gucken nur von Spiel zu Spiel. Also, jetzt erstmal die Stimmen zum Spiel. Ja, schon von Anfang an. Der Platz war nicht gerade, er war sehr tief. Saarbrücken hat nicht viel gemacht. Wir haben nicht viel gemacht. Im Endeffekt müssen wir damit zufrieden sein. Aber ich sag mal, Saarbrücken wollte hier unbedingt gewinnen. Die haben es den Fans versprochen, was wir hier gelesen haben. Das haben wir erstmal absolviert, dass sie nicht gegen uns gewonnen haben. Aber leider haben wir auch vielleicht jetzt auch in den letzten 5 Minuten die klaren Chancen gehabt. Wenn ich jetzt an Dennis Grote seine Chance da sehe, dann muss man schon sagen, dass wir hätten vielleicht noch 1-0 gewinnen können. Aber im Großen und Ganzen war das ein ganz klares, schlechtes 0-0. Wenn man die letzte Chance von Dennis Grote sieht, kann man das vielleicht sagen, dass es mehr drin war. Aber vom Spielverlauf her, glaube ich, war es ein verdientes 0-0 und gerecht auch. Und wir wollen jetzt nicht drüber jammern. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben davor die Spiele richtig kämpfen müssen, auch in den Derbys und gegen Aachen und gegen Dortmund. Und man sieht auch, dass wir jetzt ein bisschen müde sind. Und da kommt uns jetzt auch das spielfreie Wochenende eigentlich ganz gut entgegen, auch wenn wir da das Pokalspiel haben. Aber da können wir vielleicht mal ein bisschen Akku aufladen und dann gegen Offenbach unsere Heimspieler wieder positiv bestreiten. In der 88. Minute hätten die Preußen das gewinnbringende Tor, das siegbringende Tor schießen können durch Dennis Grote. Es war hier im Strafraum hinter mir. 11 Meter vorm Tor, freie Schussbahn für Grote, aber er traf das Tor nicht, er schoss übers Tor, also blieb es bei 0:0. Die eine Serie riss die Preußen, 4 Siege in Folge, jetzt mal ein kleiner Cut, aber die andere Serie hielt. 10 Spiele in Folge ungeschlagen, eigentlich nicht zum Aushalten. Die Preußen sind Tabellenführer, 28 Punkte nach 13 Spielen. Da sollte mal jeder drüber nachdenken, wie gut es für die Preußen in diesen Tagen läuft. Wenn Sie mehr wissen wollen, schauen Sie mal vorbei bei www.wn.de oder in der Printausgabe der Westfälischen Nachrichten. Hinter mir ist das Tor. Ich versuche jetzt mal mit dem Hackentrick, mal sehen, ob das klappt. Münster siegt 1:0 in Saarbrücken. Bis dann. Tschüss.